Bier, um sich unterhalten zu lassen, um die Brasilianer zu bestaunen. Aber eine gewisse Anfeuerung würde ja sicher Auftritt verleihen. In Ordnung, korrekt. Dorval. Ist alles ein bisschen feierlich für ein Fußballspiel. Strehl. Schulz ist schon mit zurück. Aufpassen, jetzt ist gefährlich. Gut gemacht von Novak. Sehr schön. Wilden. Schütz, Eis, Seele, Schütz, Abseits, jawohl. Die Brasilianer haben natürlich jetzt noch mehr Zeit als vorher. Und lassen sich Zeit. Pele, Schulz. Zitto. Wenn man von der Brillanz Pelés absieht, ist Zitto der überragende Spieler der Brasilianer. Er treibt aus der Verteidigung und weiß sie geschickt zu verteilen und steht immer richtig, bietet sich immer an, steht immer frei. Eduardo. Lange Bälle, wie wir sagen, weite Bälle, auf die wir so lange gewartet haben. Dann werden sie zu weit, zu schnell. Geht nicht vom Ball, aber zögert das Spiel. Abstoß. Nur noch. Aber ich denke, Schiedsrichterdienst aus Bayern wegen der zwei Unterbrechungen bei der Verletzung von Heiß und Pelé. Pelé. Tinho. Zitto. Handspiel. Ja, so müsste es weitergehen, jawohl. Novak.
Der Schulz kann es so gut, auch ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen. Hat so großartige Interventionen gezeigt gegen Pele, dass er das gar nicht nötig hätte. Ja, das gehört ab. Ja, und die Uhr von Herrn Dienst. Die hält er an. Gibt eine Vorstellung mit einer kleinen Verlängerung. Bitte, Werner, rechts außen, jawohl, heiß. Jawohl, gut gemacht. Täuschung von Strehl war gut, der stand ungünstiger. Jetzt ist das Dutzend voll an Eckbällen. Pelé. Muss man sich mit der Zeit dran gewöhnen. Wenn ein Schiedsrichter die Sache auf den Meter genau nimmt, dann ist es seine Angelegenheit. Und dann muss man eben rechtzeitig den Ball dahin legen, sonst ist das Spiel nur noch mal verzögert. Gut gemacht von dem jungen Heiß. Ja. Vielleicht bringt die 13 mehr Glück. Pelé. Nach meiner Buchführung sind es auf dieser Seite jetzt allerdings auch schon 8. Hand. Ah, Schnellinger. Wie immer warten, auch wer denn nun tut. Und die vielleicht darüber das Kämpfen bzw. manchmal im Fußballjargon das Spielen vergessen. Jeder wartet auf seine Chance, wartet zu lange. Ah no, Coutinho.